Ja, lieber auf Nummer sicher gehen, das dachte sich Taco wohl dieses Jahr. Weniger politische Botschaften, mehr Weltfrieden. Vielleicht klappt es damit ein bisschen besser, denn ihre Finger, die hat sie sich beim ESC nämlich schon mal verbrannt. Zu politisch war ihr Song 2009. Und dieses Jahr ein bisschen Frieden und ein bisschen Botschaft für Georgien. Taco Gacicilaze mit Keep the Faith. Ja, um die Botschaft, die sie vielleicht dieses Jahr im Gepäck hat, kümmern wir uns gleich. Aber am Anfang will ich natürlich von dir wissen, Peter, wie ist dein erster Eindruck von dem Song? Also erstens ist es so die typische Bond-Ballade oder Conchita-Ballade. Der Auftritt, das Kleid ist natürlich auch so gedacht. Aber das finde ich einfach zu beliebig normal. Also das ist so dieses alte Prinzip, auch noch sehr musical-artig gesungen. Mhm. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen zu alter Hut für mich. Jetzt willst du auch noch auf die Botschaft kommen, da muss man natürlich drauf kommen, weil hier in dem Video und ich fürchte auch irgendwie dann auf der Bühne in Kiew laufen da Bilder von den schlimmen Ereignissen unserer Zeit. Also Terror in Nizza, Hunger in Afrika, viele, viele Dinge, die man wirklich erdulden muss heutzutage, die furchtbar sind und ganz schrecklich sind, aber die hier genommen werden, um einen Song zu plakatieren praktisch, der eigentlich nichts damit zu tun hat. Das ist ein allgemeiner Text von Frieden und du musst einfach dabei bleiben. Keep the faith, ja, das wissen wir ja alle. Tausende Songs sind so geschrieben worden, aber den muss ich nicht bebildern mit den schrecklichen Dingen, die heutzutage passieren. Das ist so traurig, da muss ich nicht die benutzen, um einen Song zu featuren. Das finde ich einfach unmöglich, also genau, geschmacklos. Du hast es gerade angesprochen, da geht ja viel durcheinander in dem Video. Es gibt natürlich eine Botschaft, die nicht in dem Text diesmal platziert ist, aber vielleicht im Hintergrund, die natürlich den einen oder anderen sauer machen könnte, wenn sie das so in Kiew auch zeigt. Ich glaube, wir haben auch noch mal ein Bild vorbereitet. Da siehst du, da genau, man sieht es im Hintergrund, Russia invades. Und man kann den Rest nur erahnen. Ja, das finde ich also wirklich, ich meine wirklich, das ist ja nur provozierend. Und natürlich wird das in Kiew nicht auf der Bühne gezeigt werden. Ich finde, die EBU sollte da wirklich endlich mal eingreifen. Ich glaube, der ganze Kram kommt, glaube ich, weg von der Bühne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es war im letzten Jahr schon, sagen wir mal, grenzwertig, dass der Song, der tolle Song der ukrainischen Sängerin, aber mit eindeutigem politischen Inhalt teilnehmen durfte und dann gewonnen hat. Und jetzt nach diesem wirklich traurigen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der jetzt in den ESC eingegangen ist, aufgegangen ist und eine solche Konsequenz gefunden hat, dass Russland nicht teilnimmt. Ich finde, danach sollte man dieses hier wirklich mal aus dem ESC raushalten. Ganz ehrlich. Mietze lauscht auch die ganze Zeit ganz gespannt. Wie geht's dir mit dem Song? Ja, wir hatten es schon hinter den Kulissen, ne? Also erstmal möchte ich sagen, ich habe mir dieselben Stichworte aufgeschrieben zu dem Lied wie du. Siehst James du? Bond und Conchita. Ja. Das ist so der Komposition James Bond und Inszenierung Conchita. Für mich ist es nicht so einfach zu sagen, ja, das ist eine Emotionalisierung und dieses wird benutzt. Weil tatsächlich für mich als Zuschauerin ist der ESC auch politisch und ist auch eine Bühne, um sowas zu platzieren. Ich verstehe, dass man das geschmacklos finden kann. Ich finde es zum Beispiel auch geschmacklos, wenn Marken ihre Produkte verkaufen wollen über Emotionen oder über Kinderbilder. Weißt du, was ich meine? Oder niedliche kleine Katzen. Ja, kaufen. So habe ich das gar nicht empfunden, weil ja ihre Vorgeschichte eben so ist, dass es, ich habe mich gefragt, weiß man ja nicht. Gehört es zu ihr als Künstlerin, ist sie das sozusagen? Ne? Also die Vorgeschichte, dass sie damals einen Song vor 8 Jahren gesungen hat. In der Gruppe. Ne? Wir wollen Putin nicht, den sie auch noch in Moskau singen wollte, ist ja eher
amüsant oder komisch. Ne? Ich meine, das ist ja klar, dass das dann nicht erlaubt wurde. Genau, ne? Der Titel, ich glaube nicht, dass sie nun put in. Das war ja so ein Wortspiel. We don't want to put in. Wir sehen es hier gerade mal. Genau. Und das, Also das ist ja, ich glaube, das ist auch nicht so richtig ernst zu nehmen. Das war irgendwie als Witz gemeint, aber kam nicht so richtig gut an. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt die super politische Aktivistin ist. Dann sollte sie sich einen anderen Job suchen. Denn das ist, glaube ich, nicht unbedingt die Rolle, die dann kann man was anderes machen, finde ich. Das ist interessant, guck mal, Peter ist da ganz, ich merke das auch, wenn du das erzählst, du bist da ganz klar auch in dem, was du, was da bei dir ankommt und wie da deine Wahrnehmung ist. So eindeutig ist es bei mir nicht. Also, okay. Sehr gespannt, wie ihr abstimmt. Ja, vor allen Dingen verrückt, die jetzt sich in die Situation der Zuschauer zu begeben. Ich glaube, die sind ähnlich zerrissen wie wir, weißt du das? Ja, die muss ja erstmal ins Finale kommen, deswegen jetzt ja auch nochmal. Ich soll ich mal machen? Bitte fang gerne an, genau. Weil unsere User, die User haben schon abgestimmt, die sind schon wieder viel schneller als wir. Und der ESC-Kommentar schreibt, für mich, die Kreischnummer kommt für mich unter den ganzen Balladen nicht ins Finale. Dann haben wir einen unbekannten User, der schreibt, die Ballade ist so ein Mix aus James Bond meets Weltfrieden. Ja, passt nicht so ganz. Das ist ja, da ist er mit euch. Das Lied ist auch so wenig, das ist leider so wenig eigen, ja? Ja, das stimmt. Okay. Samka schreibt, Georgien, Hammerstimme, grausames und nerviges Lied. Ja. Okay. Das ist natürlich hier, ich will nicht sagen eindeutig, aber... Genau, die man fragt ja auch das Lied, wer hat es wieder geschrieben? Also es ist ja kein, man hört ja, dass es jetzt nicht aus, ich habe mich hingesetzt und meine Geschichte erzählt oder meinen Kummer da geteilt. Es ist ja wahrscheinlich ist es das, was du hörst. Das ist dieses Kalkül, was du da hörst. Das höre ich, ja. Ja, okay. Ja, siehst du. Also ich glaube auch hier in unseren Kommentaren, das ist ähnlich. Chiara M. schreibt, Georgien ist für mich eine schlechte Kopie von 1944, also von Jamalas Lied vom letzten Jahr. Großartige Stimme, aber bei dem Lied schlafe ich regelrecht ein. Also ich bin total wach, aber ich glaube, ich weiß, was die Chiara meint. Also das ist natürlich... Dann wollen wir mal sehen. Ähnlich so, wie ihr denkt. Ja. Mieze gibt 4 Punkte, Peter 3 und auch unsere Jüngere. Wir sind ja alle gut zusammen. Die passen sehr gut zu euch. 4,2 Punkte für Georgien.